würde euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ach, die zwei labern. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Hilde, die wilde Hilde. Hilde, erzähl mal. Habt ihr schon gehört? Das Flusswaldhandelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher am Boden zerstört. Ja, dann guten Appetit, ne? Okay, die isst also das Brot nicht nur mit dem Mund, sondern manchmal auch mit dem Hals. Das sah echt gut aus. So, die will also uns nicht mehr über den Drachen erzählen. Wer ist das hier? Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Lukan drüben im Flusswaldhandelskontor sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Komisch, ne? Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay, sie hat also eine Mühle. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ich werde mir die Namen niemals alle merken können, das weiß ich jetzt schon. Gut, geh weiter, du Weib. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier weiter gucken, da gehen wir doch mal da rein. Wo ja auch unsere Quest uns hinführt. Erstmal klopfen. Oder auch nicht. Und wieder ein epischer Ladebildschirm. Sigrid, wir haben Besuch. Die Dorothy. Dorothy oder so. Hadwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Oh, das. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadwa ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ich habe gerade kalten Kaffee getrunken, weil ich bemerkt habe, dass ich ja noch Kaffee habe und nicht mehr getrunken habe. So. Okay, was können wir hier tun? Wir können nehmen oder verkaufen. Wenn ich das hier richtig sehe, den Dietrich nehmen wir mal. Eisenbarren können wir sicher auch gebrauchen. Miet. Ah, ich liebe Miet. Nehmen wir mit. Stellt Gesundheit wieder her. Karotte, Zaubertrank, Heilung nehmen wir auch mal mit.
Tunika. Mit Gürtel, der könnte vielleicht... Ach so, Rüstung 0, okay. Ja, das war's dann wohl. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Ach so, da haben wir ja schon genommen. Okay. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Aha. Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Zu Tode gebrüllt. Das müssten also diese Schreie sein, die man auch selbst erlernen kann, wenn man Drachen tötet. Also nehme ich mal an, dass der Kerl auch Drachen getötet hat. Das würde ja dieses Ding mit dem Schrei erklären. Gut, darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay, werden wir uns angucken. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Weil wir haben ja schon ein bisschen was erfahren, aber noch nicht so wirklich viel. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Und die Sägemühle gehört ja einer gewissen Frau, die wir schon getroffen haben. Was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Ja, ich wollte gerade sagen, das heißt, würde ja bedeuten, dass wir uns wahrscheinlich dem Kaiserreich anschließen werden müssen. Also müssen natürlich nicht, wir haben ja freie Hand, aber wir sind ja schließlich ein Nord und wir sind ein ehrenhafter Nord und werden das wahrscheinlich auch so tun. Warum dürfen Talos die Anbeter von Talos verhaften? Ach, Talmor. Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein.
Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay. Ja, der hat uns nichts mehr zu erzählen. Also wir können ihm auch nichts mehr fragen. Also, Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Ach, du bist unsere Cousine. Oder von ihm. Habt ihr euch verlaufen? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Ich will aber nicht in die Einsamkeit. Deswegen spiele ich doch Let's Plays, damit ich nicht mehr so alleine bin. So, ich möchte mal mit dem kleinen Mädchen sprechen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja, dann pass gut auf, dass du nicht an die falschen Leute gerätst. Mein kleines Kind. So, vielleicht hat ja Sigrid noch was zu erzählen. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Na, hallo, aber ich wollte jetzt hier, ne, knickknack und, nee, natürlich nicht. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Das weiß ich zwar schon von ihrem Gemahl, aber wir fragen trotzdem nochmal nach. Vielleicht kennt sie ja noch einen anderen Weg. Folgt einfach der Straße nach Norden, biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen. Aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Okay. Was denkt denn ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Tja, da hat sie wohl recht. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Sigrid. Alva und ich, wir haben eine Tochter, die kleine Dorte. Ja, ich weiß. Kommt es mir nur so vor? Mein Mädchen arbeitet gern mit ihrem Papa in der Schmiede. Darf ich das nehmen? Es steht nicht stehlen. Dann darf ich es wohl nehmen. Steht aber stehlen, also nehmen wir es nicht, weil wir wollen ja diese lieben Leute hier nicht verärgern und schon gar nicht, wenn so ein... Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja. Ich glaube, dieses Mädchen hat schon sehr frühes Alzheimer. Das gibt's. Oh, gibt's was zu futtern? Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück. Benutzen? Ah, wir können auch kochen. Ach so, wird von jemand an. Hau ab. Genau. Genau. Bleibt wachsam. Ich will jetzt das benutzen. In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in ganz Himmelsrand findest. Cool. Können wir dann schon was... Oh, ein Fondue. Lecker, lecker, lecker. Ich kann es kaum erwarten. Wir können noch nichts machen. Schade. Aber wir haben ein bisschen hier gerührt und ihr könnt das sieht. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Ja, du gehst mir auf den Sack. Ich geh jetzt raus. Ich würde ja gerne. Oh! Da steht nicht stehlen. Dann bedienen wir uns doch. Oh, wieder ein Buch. Nehmen, nehmen. Ich will nicht lesen. Den Dolch nehmen wir auch. So, jetzt gehen wir mal raus. Jetzt suchen wir doch mal... Ah, wir könnten mal zuerst zum Schmieden-Dings gehen, soviel ich weiß. Ich habe es hier schon mal kurz angespielt. Also ich habe das Spiel wirklich schon länger, aber ich habe es noch nie so wirklich lange gespielt. Von daher... ja,
Von daher kenne ich das Spiel eigentlich nicht wirklich großartig. Aber dass die Schmiede da ist, hätte ich jetzt noch gewusst. So, benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt findest. Was? Die du in der Welt finden oder kaufen kannst. So, jetzt. Ja, lesen ist so eine Sache, ne? Aber ich warte jetzt erstmal noch. Ich glaube, wir werden erstmal so ein bisschen das Zeug, was wir haben, benutzen. Oh, das lassen wir auch mal alles da. Vielleicht können wir das später brauchen. Und wir gucken mal, wer hier so wohnt. Wer ist denn das da? Nehmt euch, was ihr braucht. Ach, das ist ja... Im angemessenen Rahmen. Ja, klar. Wissen wir inzwischen, was haben wir denn hier? Riverwood, was? Trader? Trader? Gucken wir mal. Handelskontor. Gucken wir mal, was wir darin finden. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Macht nix. Das fördert mein Let's Play. Ha! Was habt ihr denn? Hallo? Camilla. Haben Sie mir ein Kamillentee? Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ja, vielleicht kannst du mich ja ein bisschen freundlicher angucken, dann können wir reden. Ihr seid ein strammer junger Mann. Na, danke. Lasst euch mal wieder sehen. Wenn, ihr euer Gemahl nicht da ist, oder... Ihr seid nicht von hier. Nein. Da sind wir schon zu zweit. Ja, wir sprechen mal miteinander, ne? Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lukan zu arbeiten. Ach so, Bruder. Ah, dann seid ihr also noch frei. Die Lage in Cyrodiil wurde immer schlimmer. Der Krieg mit den Talmor hat alles verdorben. Na, ihr seid mir auch ein bisschen verdorben. Aber, ich spreche mal mit eurem... Ich kam nach Himmelsrand auf der Bruder. Suche nach einem besseren Leben. Ja, bla bla. Und was so. Eingebracht? Einen weiteren Krieg. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ich bin ja auch dafür da, aber könnt ihr bitte mal gucken, dass eure Schwester die den Schnabel hält? Das Flusswald-Handelskontor. Ja, ist okay. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ja, was ist denn passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Aha, was ist denn eine Art Einbruch? Ich könnte euch ja helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Und was ist, wenn ich eure Klaue klaue? Zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Ich brauche keinen Führer. Ich stehe alleine, ich brauche keinen Führer. So, Moment, ich will erstmal, bevor ich hier irgendwie was verkaufen werde, werde ich jetzt erstmal gucken, ob ich schon irgendwie Waffen habe, die ich hier austauschen kann. Aber ich glaube, ich habe immer noch das Schwert. Ich habe da kein anderes gefunden, was besser wäre. Aber hier doch, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das hier ist besser. Das ist schlechter. Ja, den Rest werden wir wohl verkaufen können. Gut. Dann reden wir nochmal. Zeigt diesen Dieben, dass man Lukan Valerius nicht bestiehlt. Ja, ja.
ist schon okay. Was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, ich würde auch sagen zeigen und nicht bla bla. Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke I. Okay. Gut, dann ich sehe hier keinen Trennstrich. Das kommt mir gerade ein bisschen spanisch vor. Wo ist denn der Trennstrich? Ach so, jetzt kapiere ich. Okay, dann werden wir erstmal hier verkaufen. So, verkaufen. Ne, die Pfeile behalte ich. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gemacht, was ich nicht hätte machen sollen. Ha. Bekleidung, alles, was wir hier haben, was wir nicht brauchen. Weg damit. So, jetzt gehen wir mal hier. Waffen. Die Eisenpfeile, die habe ich sicher aus Versehen jetzt ihm gegeben. Ja, will ich. Ich will. Stahlpfeile. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da überhaupt dann auswechseln kann. Was ist das hier? Um 10% bessere Preise. Wo sehe ich denn mein Gold? Ach, da unten.